Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Endroll. Und nun geht es hinein ins Krankenhaus, um genau zu sein, das Clover Hospital. Und irgendwie ist ein Dämon in unseren Reihen, beziehungsweise ein neidisches Biest ist an unserer Seite. Oh, hier ist ja richtig was los. Puh, wir haben es zum Clover Hospital geschafft. Es ist ganz schön weit entfernt. Ich bin erschöpft. Naja, zunächst müssen wir die Akten übergeben. Lass uns zur Rezeption gehen. Aber wir gucken uns natürlich erst noch hier die Leute an. Hallo, ach ja, das ist ja wieder Hintman. So, ganz plötzlich, aber ist dir bewusst, dein Schuldlevel. Es gibt Gerüchte, dass, wenn du mit den schwarzäugigen Monstern sprichst, die an verschiedenen Orten erscheinen, sagen sie dir, was dein aktueller Schuldlevel ist. Aber die gleichen schwarzäugigen Monster, die dich verfolgen, das ist nicht gut, also sei vorsichtig. Um genau zu sein, ist es besser, wenn dein Schuldlevel höher ist. Das ist das gleiche wie ein Testergebnis. Und wenn du deine Schuld erhöhen willst, musst du dich bemühen, in diesem Traum. Dieser Teil ist auch wie ein Test. Okay. Ja, das habe ich mir schon gedacht, aber... Oh, das ist ja lustig. Sie hat einen Balken über den Augen. Ich warte jetzt seit 2 Stunden und ich wollte doch nur Medizin gegen meine Erkältung. Ich frage mich, ob es mir besser gegangen wäre, wenn ich einfach nur zu Hause geschlafen hätte, statt hierher zu kommen. Ja, das frage ich mich auch manchmal. Einfach ein bisschen ausruhen. Das ist also Clover Hospital. Das ist ein großer Ort. Aber wir werden ja nicht krank. Ist es dann in Ordnung, dass wir hier sind? Hallo, ich bin ein Kelpie. Ich bin nicht wirklich krank oder so, aber während ich auf den Wellen reite, ja, da bin ich irgendwie hier gelandet. Ich frage mich, ob sie mir irgendwas injizieren werden. Ich habe ja schließlich keine Blutbahnen oder so. Ich mag Hospitale nicht, also Krankenhäuser nicht. Vor allem das hier, das ist so groß. Irgendwas wird hier bestimmt erscheinen. Naja, um ehrlich zu sein, scheint tatsächlich eines der Stockwerke verflucht zu sein. Gruselig. Nein, ich will kein verfluchtes Stockwerk. Ja, mein Buddy lässt sich gerade untersuchen und ich warte hier. Ja, das passiert halt, wenn man Katzenminze benutzt. Ja, da kann man wohl nichts mehr machen. Oh, eine Pflanze. Cool. Ja, das probieren wir aus. Wow, okay. Eine Pflanze, die aussieht wie ein Hochhaus. Die Lichter gehen an und aus. Ist ja lustig. Ein Halsschmerz. Es ist wirklich nicht gut, in solchen heruntergekommenen Apartments zu wohnen. Sie sind staubig und kalt im Winter. Es gibt nichts Gutes an ihnen. Es bringt nichts. Ich werde direkt hier sterben. Heute Morgen aß ich etwas, das aussah wie ein Kraut, das auf dem Dragon's Peak wuchs. Und dann begann ich Halluzinationen zu haben. Ich glaube, man nennt es Yamabasho. Du solltest vorsichtig sein. Es hat ziemlich gut geschmeckt. Aha, also kann man den Yamabasho jetzt vielleicht holen. Oh mein Gott, selbst mit diesen Muskeln kann ich gegen eine normale Erkältung nicht ankommen? Ich weiß, was du sagen willst. Du willst vermutlich sagen, zieh doch einfach ein paar Klamotten an. Aber ich kann es nicht, weil ich ein Muskel bin. Ich bin ein Muskel. Was zur Hölle? Ich kann nicht glauben, dass so eine kleine Erkältung mich ausgenockt hat. Oh Mann, und ich bin auch noch eine Last für meine armen Architekturkollegen oder Baukollegen. Das ist erbärmlich. Achi! Tja, vielleicht sollten wir da dann auch nochmal vorbeischauen. Vielleicht brauchen die Hilfe. Moment, hier ist noch jemand. Russell, zuerst zur Rezeption. Okay. Na gut, dann erstmal hierher. Willkommen im Clover Hospital. Wozu sind Sie heute hier? Verstehe. Ich verstehe die Situation. Bitte geben Sie mir die Akten. Nun bitte warten Sie, bis Ihr Name aufgerufen wird. Es wird ein Weilchen dauern. Bitte haben Sie Verständnis. Puh, ich bin froh. Jetzt müssen wir nur noch warten. Wobei, es sieht ganz schön voll aus. Wir müssen wohl ein Weilchen warten. Russell, falls dir langweilig ist vom Warten, kannst du gerne im Krankenhaus umherwandern. Ich warte hier, bis unser Name gerufen wird. Daher, geh ruhig. Ah, okay. Na gut. Eine Verkaufsmaschine für Drinks. Eine Walnuss für einen Drink. Ich gucke mir das mal an. Was ist der Orange Juice?
Also was bewirkt der? Orange Juice? Da. 10 HP. Naja. Aber ich will einmal gucken, was das alles ist. So, Orange Juice und Cola. Nee, halt, jetzt habe ich doppelt gekauft. Apple Juice wollte ich doch nochmal kaufen. Ich bin so doof. So. Mal gucken, ob das mehr bringt, die anderen. Nee, leider nicht. Naja, egal. Ich wollte halt zum Spaß mal nachgucken. Was ist denn hier? Pädiatrie, ah. Die Kinder. Oh, das sieht hier echt gruselig aus. Hier ist Malpapier mit einem vierblättrigen Kleeblatt. Was ist das denn? Ein pulsierendes Ding wächst aus dem Boden des Krankenhauses. Ein Spielzeug auf dem Boden. Ringe werfen, nehme ich an. Die Blätter des vierblättrigen Kleeblattes sind gemacht aus, ja, Fame ist Berühmtheit, so ungefähr. Reichtum, Liebe und schließlich Gesundheit. Und um den Weg zu öffnen zur Gesundheit, nach der du suchst, musst du den Neid befreien vom Berühmtheit, Reichtum und Liebe. Hä? What? Okay. Eine Spielzeugbox. Hier ist auch was, was aus dem Boden herauswächst. Das geht nicht auf. Hier ist ein Patientenzimmer. Ja, die pulsieren immer, aber sonst sagt er da auch nichts anderes. Ich weiß nicht wieso, aber es gibt nie jemanden im zweiten Stock des östlichen Gebäudes. Glaubst du nicht, das ist seltsam? Keine Patienten wäre ja noch okay, aber es gibt auch keine Ärzte oder Krankenschwestern. Das ist definitiv seltsam, richtig? Da ist doch definitiv irgendwas los, richtig? Richtig? Und das ist noch nicht alles. Wenn ich hier nachts schlafe, dann höre ich manchmal Schritte aus dem zweiten Stockwerk, wo doch gar keiner da ist. Mann, das ist echt gruselig, ganz ehrlich. Was soll ich nur tun? Ich möchte endlich bald entlassen werden. Kann ich verstehen, aber das will man ja sowieso. Man will nicht so lange im Krankenhaus sein. Oh, ich will schnell hier raus. Wenn ich hier die ganze Zeit schlafe, bin ich bald nicht mehr fit. Naja, selbst wenn ich ein bisschen weniger fit bin, ich glaube, mir würde es immer noch besser gehen als all meinen Teamkameraden. Ich bin schließlich der Anführer eines super bekannten Fußballclubs. In einer ganz anderen Liga als diese durchschnittlichen Loser. Hahaha. Oh, wow, was für ein schöner Ausblick. Da ist auch irgendwas Ekelerregendes, das aus dem Boden wächst. Oh, der Typ neben mir im Bett behauptet, er wäre der Anführer von irgendeinem berühmten Fußballclub. Aber er ist halt der Typ, der einfach mit sowas angibt. Der nervt mich total. Kann ich nichts gegen ihn unternehmen? Ich wünschte, dass es irgendeinen Zwischenfall gibt, der dafür sorgt, dass dieser Angeber auf die Nase fällt. Hm, vielleicht weiß seine Krankenschwester, ob er irgendwelche Schwächen hat. Ich werde sie später fragen. Ja, das hier, der ist ganz neidisch. Da ist eines der Blätter eines... Nee, Quatsch. Eines der Blätter des vierblättrigen Kleeblattes ist Berühmtheit. Und dieser Junge ist neidisch darauf. Zerstöre die Berühmtheit von jemandem im Namen dieses Jungen. Denn du willst doch die Medizin für seine Gesundheit, nicht wahr? Aber ich möchte nicht. Das ist ja voll fies. Der hat doch nichts Böses getan. Ich guck noch mal, ob sich was ändert. Nee, ist gleich geblieben. Na okay, dann müssen wir wohl leider nach einer Krankenschwester suchen, die die Schwäche kennt. Ein blondes Mädchen und ein Mädchen mit einem Bob flüstern einander etwas zu. Okay, hier ist nochmal jemand. Besuchst du jemanden? Ich wüsste jedenfalls nicht, warum du sonst hier umherwandern solltest. Du scheinst dieses Krankenhaus nicht besonders gut zu kennen, also warne ich dich mal vor. Du solltest nicht in den zweiten Stock gehen. Wieso? Weil die Doktoren sagen, dass man dort fortbleiben soll. Vermutlich haben sie dort eine Menge wichtiger Dokumente gelagert. Na, ob es daran liegt, weiß ich jetzt nicht. Ah, okay, da ist nur autorisiertes Personal zugelassen. Das ist sowas wie ein, ja, Beratungsraum. Dieser Aufzug wird gerade repariert, ja. Wenn du in den zweiten Stock willst, dann benutzt die Treppe, ja. Aber als ich vorhin versucht habe, da hochzugehen, da lief es mir eiskalt über den Rücken. Ich bin dann wieder zurückgegangen, ja. Diese Treppe, da ist etwas, ja. Nicht allzu überraschend in einem Krankenhaus.
Wird repariert. Wenn du es benutzt, wirst du fallen und sterben, Pengi. Okay, das ist eine klare Ansage. Ich glaube, ich gucke erstmal noch auf der anderen Seite, bevor ich die Treppe nehme. Moment, hier ist auch noch jemand. Seitdem dieses neue Mädchen hierher gekommen ist, alle haben nur ihr Aufmerksamkeit geschenkt und ich bin egal geworden. Wenn doch nur dieses Mädchen mit dem schwarzen Bob fort wäre, dann hätte ich meine Liebe zurück. Ja, ich wünschte, sie würde einfach eingesperrt werden, irgendwo in einem Zimmer. Einem dunklen und gruseligen Lagerraum. Dann bin ich mir sicher, dieses Mädchen würde wieder mit mir spielen. Aha, hier ist noch jemand, der neidisch ist. Ein weiteres Blatt ist die Liebe. Dieses Mädchen ist neidisch darauf. Zerstöre die Liebe zwischen diesen beiden Mädchen. Du willst schließlich die Medizin für seine Gesundheit, nicht wahr? Ja schon, aber doch nicht... Oh, hä? Wo ist sie denn hin? Hallo Mister, willst du etwas? Meine Freundin wird gerade untersucht, deswegen ist sie nicht hier. Ah, mir ist so langweilig. Oh, ich weiß, Mister. Du solltest mit mir spielen, bis Melissa zurückkehrt von ihrer Untersuchung. Okay. Wirklich? Hurra! Okay, wie wäre es, wenn wir das Dosenversteckspiel spielen? Das habe ich auch mit Melissa gespielt. Wie das funktioniert? Naja, eine Person versteckt eine Dose und die andere sucht danach. Daher zuerst, Mister. Versteck die Dose irgendwo. Ich werde suchen. Also, los geht's. Kannst du einen Ort finden, an dem du diese Dose verstecken kannst, die du da in der Hand hältst? Sobald du sie versteckt hast, komm zurück und sag es mir. Dann suche ich direkt danach. Aha. Okay, dann müssen wir scheinbar erstmal suchen. Habe ich die hier wirklich drin? Es ist aber nicht diese Empty Can, oder? Naja, auf jeden Fall haben wir sie jetzt. Und irgendwann werden wir ja wohl einen Ort finden, wo man sie verstecken kann. Mal schauen. Ach so, ja klar. Wir müssen sie verstecken an einem gruseligen, dunklen Ort, den man absperren kann. Stimmt. Darf ich jetzt hier lang? Ja, scheinbar. Okay, der erzählt nochmal das von dem vierblättrigen Kleeblatt. Genau, und ich muss befreien von diesem Neid. Ah, so anstrengend. Diese Gören in der Pädiatrie sind so überdreht, schrecklich nervig. Jeder einzelne von ihnen. Vor allem dieses blonde Mädchen, das gerade angekommen ist. So mega nervig. Können wir die nicht endlich entlassen? Ah, ich weiß. Dieses Mistgirl hatte echt Angst, als wir vorhin eine Spinne im Badezimmer entdeckt haben. Vielleicht werde ich eine Spinne fangen und sie benutzen, um ihn zu verjagen. Ich hatte eben gedacht, es ging um Mädchen. Sorry, es geht um Jungen. Dann ist das wahrscheinlich der behauptet oder der tatsächlich der Anführer von dieser Fußballmannschaft ist. Das sollte ihm eine Lehre sein. Okay, also eine Spinne brauchen wir. Neid ist wie eine Krankheit. Selbst wenn es scheint, dass sie geheilt wurde, kommt sie immer wieder und wieder. Und foltert uns? Und straft uns. Dieses Krankenhaus ist momentan voller neidischer Biester. Wenn du die drei Neider nicht befreist, wirst du nicht das letzte Blatt erhalten. Okay, schon verstanden. Was haben wir denn hier? Noch ein Patientenzimmer? Was ist das denn? Das ist ja total blutig. Hey du. Sieht mein Gesicht seltsam aus? Mein Kopf tut irgendwie weh. Verdammt, jemand muss einen Arzt rufen. Bitte einen Arzt. Okay. Denen geht's hier wirklich nicht gut. Ein unbekanntes Mädchen wurde getötet. Von diesem schrecklichen Ding. Oh, da ist ein Geschenk. Oh, der rote Kompass! Da ist er ja. Wie cool. Das ist der letzte. Blut läuft durch die namenlose Stadt. Zerstörtes Rot. An der Klippe neben dem Restaurant. An der Klippe neben dem Restaurant? Welches Restaurant? Von Gardenia? Das ist das Einzige, was mir einfällt, was ein Restaurant ist. Ein beängstigender Weg aus rotem Blut. In der namenlosen Stadt von dir und allen. An der Klippe neben dem Restaurant. Okay. Ruf einen Doktor. Jemand möge einen
Doktor rufen? Ja, ich nicht. Ich habe nichts gesehen. Voll schade eigentlich, dass man nicht wirklich einen Doktor holen kann. Ah, hab dich hier noch nie gesehen. Bist du hier, um jemanden zu besuchen? Bitte renn nicht im Krankenhaus. Nicht jeder ist so gesund wie du. Ist ja gut, ey. Hier ist eine Krankenschwester. Tag für Tag nehme ich Patienten Blut ab, wechsle die Bettwäsche und höre mir an, wie die Ärzte sich beschweren. Es ist so erschöpfend. Ich wünschte, eines Tages könnte ich einfach mal in ein Resort gehen. Selbst wenn ich nicht hingehen kann. Ich wünschte, ich könnte etwas essen, um zumindest so zu empfinden. Wie in einem Resort? Okay, ich werde mal überlegen, ob wir da was besorgen können irgendwie. Diese gruseligen Dinger, die überall im Westflügel wachsen, sind das Pflanzen? Was meinst du? Seit ein paar Tagen sind sie erschienen. Sie sind nicht wirklich hübsch, also bin ich schon etwas beunruhigt. Oh, das wäre ich wohl auch. Ja, ein unbekannter Junge wird von diesen schrecklichen Dingen ergriffen und kann keinen Muskel bewegen. Hast du die Leute gesehen, die in den Krankenbetten schlafen? Die Leute, die von diesen lilanen Dingern heimgesucht wurden, sind nicht in der Lage, sich zu bewegen. Sie haben eine Krankheit namens Neid. Eine schreckliche und unheilbare Krankheit. Das erste Symptom dieser Krankheit ist, dass deine Augen grün werden. Pass also auf. Okay, grüne Augen. Erster Hinweis. So, was haben wir hier drüben noch? Diese lilanen Dinger, die überall im Krankenhaus wachsen, was sind das überhaupt für Dinger? Ich habe eine Krankenschwester gefragt, aber sie meinte, du musst dir keine Sorgen machen. Aber ich bin immer noch neugierig. Ich wäre auch neugierig. Ist hier das Gleiche? Ja, dann holen wir nichts. So, hier sind die Toiletten. Vielleicht finden wir hier... Okay, die gehen nicht auf. Ah, das Mädchenbadezimmer, da sollte ich nicht rein. Eine Spinne. Ah, das da! Das ist eine Spinne. Eine kleine Spinne. Ja, die holen wir uns. So, jetzt haben wir sie. Das ist alles wunderbar poliert und sauber. Und hier kann man seine Hände waschen. Und auch die sind total sauber, fast schon ekelerregend sauber. Ich weiß nicht, wie etwas ekelerregend sauber sein kann, aber ich bin hier drin. Kannst dir ja wohl vorstellen, anhand der verschlossenen Tür. Ich werde nicht schneller rauskommen, nur weil du mich unter Druck setzt. Voll geil. Okay, da kommt man scheinbar nicht rein. So, wer bist du denn? Letztens habe ich versucht, Cola über dieses Ding zu kippen und da ist es zerflossen. Da war ich ziemlich überrascht. Aber es scheint nicht bei allen zu funktionieren. Man, ich kapiere die Teile nicht. Was ich denke ist, nur ein Ende ist so rund. Ach so, ach, nur die Dinger, die rund sind und sich nicht bewegen, können mit Cola geschmolzen werden. Warum probierst du es nicht an diesem hier aus? Aha. Aber was bringt mir das? Wow, es ist zerschmolzen, ich wusste es. Da habe ich wohl ein gutes Auge für. Wenn du noch eins mit so einem runden Ende siehst, das sich nicht bewegt, versuch es mal mit Cola zum Schmelzen zu bringen. Ich meine, komm schon. Die Dinger sind doch echt nervig, während man hier im Krankenhaus rumläuft. Ja, schon, aber... Bringt das was, wenn ich die alle zum Schmelzen bringe? Schade, dass man nicht gleich mehrere kaufen kann. Guck mal, ich weiß auch nicht. Vielleicht kriegt man irgendein Extra? Ich schaue erstmal kurz, ob hier noch welche von diesen runden, unbeweglichen sind. Nee, die bewegen sich alle, die pulsieren. Und hier können wir auch nochmal gucken. Das pulsiert auch. Pulsiert auch, pulsiert auch. Okay, na gut, dann gehe ich jetzt erstmal hoch, aber weil jetzt auf die rechte Seite rübergehen wäre irgendwie unlogisch, bevor wir hier mal geguckt haben. Pulsiert. Ah, so kommen wir erst da entlang. Verstehe. Aha, sonst wären wir da gar nicht weitergekommen. Mann, hier sind ja so viele Wege. Okay, da geht's nicht weiter. Behandlungsraum, da darf nur autorisiertes Personal rein. Ich höre jemanden von innen sprechen. Komm schon, mach es mir nicht so schwer. Das wird nicht wehtun. Das ist doch nur eine normale Untersuchung. Hör mir zu, bitte. Wir kommen so nicht zum Ende, wenn du nicht still sitzt. Dann muss ich dir einen kleinen Schuss verpassen, um nach deiner Gesundheit zu schauen. Ist schon okay. Oh, du kleines Miststück, kleines Miststück, kleines Miststück.
Das hört sich nicht gut an. Ah, okay, es wiederholt sich einfach. Ich dachte, sie wäre jetzt tot oder sowas. Dieses kleine Miststück. Wie grausam sich das anhört. So, was haben wir denn hier? Okay. Verschiedene Medizin und Kompressen. Oh, ganz hinten ist etwas im Regal. Oh, schön. Lemon Pie. Sonst scheint hier nichts zu sein. Hier sind medizinische Dinge. Ich weiß nicht, wozu man einen Großteil davon benutzt. Oh, hier sind Flaschen. Manche scheinen gefährliche Medizin darzustellen. Ich sollte sie nicht berühren. Hier ist auch Medizin und Kompressen. Medizin und Kompressen, aber da ist auch noch mal was. Oh, Superb-Kapsel. Genau, gefährliche Medizin wieder. Ah, vielleicht ist das ja ein guter Ort, um die Dose zu verstecken. Ach so, keine Ahnung. Okay, ich werde dem Mädchen Bescheid sagen. So, hier scheint sonst nichts weiter zu sein. Hier komme ich nicht durch. Das hier ist der Westflügel. Bitte sei still. Okay. Oh, wie nervig. Wer tut denn so etwas? Es gibt ja einen Lagerraum und in letzter Zeit haben dort Leute andauernd, ja, Getränkedosen in den Boxen versteckt. Ich nehme an, das sind die Kinder aus der Pädiatrie. Das ist echt ein schwieriges Wort, ich weiß nicht wieso. Die Streiche spielen. Aber ich wünschte, sie würden an die Leute denken, die das Ganze dann auch sauber machen müssen. Und das hier? Ah, man kann auch auf das Dach. Da gucken wir mal eben. Huch, was ist da denn los? Ach so, das ist eine Waschmaschine. Okay, das ist leer. Da ist eine Menge Klamotten. Ziemlich alt. Und hier ist ein Besen. Okay. Hier sind nochmal Kisten. Aber da scheint nichts drin zu sein. Ich guck mal, was hier drüben noch ist, weil hier ist ja noch ein Weg. Ach so, hier ist das Dach. Das ist auch leer. Leer. Da ist was drin. Wie schön es wohl sein muss, reich zu sein. Es gibt eine Krankenschwester an der Rezeption im Westflügel, zweites Stockwerk. Hast du sie kennengelernt? Ihr Vater ist reich und sehr bekannt in der Gegend. Sie mag zwar hier arbeiten, aber sie hat eigentlich gar kein Geld nötig. Wenn du reich bist, solltest du zumindest auch leben wie eine reiche Person. Wieso kommt sie zu uns und betrachtet uns normale Menschen? Findet sie das lustig? Ich wünschte, sie würde irgendeinen großen Fehler begehen und gefeiert werden. Sie braucht doch gar kein Geld mehr. Aha. Okay, das ist Reichtum. Ja, bestrafe jemanden mit viel Reichtum. Okay. Wir werden es versuchen. Es ist gefährlich, ich sollte hier nicht lang. Oh Gott, hier wird sich bestimmt jemand runterstürzen am Ende oder so. Okay, dann gehen wir mal die Treppe hier runter. Genau, dann kommen wir hier lang. Dann sag ich mal dem Mädchen Bescheid, dass wir die Dose versteckt haben. Dann weiß ich gar nicht so sicher, ob hier überhaupt nochmal... Ach so, ich hätte ja auch gleich mal mit der reden können. Mit der Reichen. Ach, ist doch egal. Ach, die Spinne habe ich ja auch. Stimmt. Moment, das mache ich mal eben. Hier. Was ist mit dir? Starr die Leute doch nicht so an. Was willst du? Ich gebe ihm die Spinne. Hä? Du hast etwas für mich? Falls das Fanbriefe sind... Wow, Spinne! Dieses eklige Gefühl. Ich hasse es. Hilf mir, Mami! Hast du das gesehen? Hilf mir, Mami. Nach so einer Szene bin ich mir sicher, dass er nicht mehr so von sich eingenommen ist. Hahaha. Dank dir kenne ich jetzt seine Schwäche. Ach, das ist wirklich beruhigend. Du hast seinen Neid befreit. Du hast dafür gesorgt, dass der Junge, der auf ihn niederblickte, beim Anblick eines kleinen Käfers fortrannte. Und trotzdem... Seine Berühmtheit selbst wurde nicht angekratzt, du närrischer Junge. Wie? Also habe ich es nicht geschafft? Nein! Ich dachte, das wäre es jetzt schon gewesen, aber dann müssen wir wohl noch was machen. Und Mister, hast du die Dose versteckt? Verstehe, danke, okay, ich werde sie jetzt im Krankenhaus suchen gehen.
Du wartest einfach. Die werde ich sofort finden. Okay, dann bis gleich. Ich komme sofort hierher zurück, wenn ich sie gefunden habe. Okay, ich rede mal mit ihr hier. Wohin ist das Mädchen mit dem Bob gegangen? Unmöglich, wurden meine Gebete etwa erhört? Das Mädchen mit dem Bob, das Melissa von mir genommen hat. Sie ist in den dunklen und gruseligen... In den dunklen und gruseligen Lagerraum gegangen. So, gut. Es gibt einen Geist in diesem Zimmer. Das Mädchen kann jetzt nicht mehr gerettet werden. Gut, perfekt. Dieser Geist kidnappt Kinder im Krankenhaus und isst sie dort im Lagerraum. Also sie ist nicht zu retten. Gut. Oh Gott. Okay, Moment. Dann gucke ich lieber einmal nach ihr. Das tut mir jetzt doch ein bisschen leid. Aber ich meine, es war ja sowieso klar, dass es mir leid tun würde. Weil was wir hier machen, ist ja allgemein nicht so nett, ne? So, dann gehe ich mal hier hoch. Ach so, da ist, glaube ich, da geht's auch gerade weiter mit der Spinne. Nehme ich mal an. Es kam von innen. Moment, Moment. Ich weiß nicht. Hör auf, hilf mir. Du hast ihren Neid befreit. Du hast das Mädchen mit dem Bob in der Dunkelheit zurückgelassen und sie wurde von den umherwandernden Kreaturen umgebracht. Jedoch, ob Melissa ihrer alten Freundin nun die Liebe zurückgeben kann, ist eine andere Geschichte. Närrisches Mädchen. Okay, ich glaube, wir schaffen das doch, indem wir das hier tun. Kann ich dir helfen? Bist du gerade beschäftigt? Nun mal schauen. Ich wollte gerade hinüber in den Behandlungsraum, um eine Injektion zu verabreichen. Wolltest du etwas von mir? Ah, verstehe. Naja, ich muss jetzt gehen. Der Patient wartet auf mich. Okay. Ja, wir sollen ruhig bleiben. Treatment Room. Ich glaube, das war wahrscheinlich der hier drüben, oder? Jetzt können wir hier rein. Da ist eine Spritze voller lilaner Medizin. Wir haben es mal ausgetauscht. Okay, da ist eine grüne Flasche und eine rote daneben. Wir machen mal die rote Medizin rein. Okay, die Krankenschwester befragt den Patienten und scheint mich nicht zu bemerken. Was soll ich tun? Oh, du bist der Junge von vorhin. Tut mir leid, aber nur autorisiertes Personal darf hier hinein. Bitte geh. Alles klar, es ist jetzt an der Zeit für deine Spritze. Arm raus und entspannen. Doktor! Jemand soll mir helfen! Der Patient, alles lief ganz schief. Was soll ich tun? Oh Gott, es tut mir leid. Das Mädchen ist zusammengebrochen und spuckt Blut. Es gibt eine Markierung von der Spritze an ihrem Arm und die Gegend darum ist geschwollen und dunkelrot. Sie ist vermutlich tot. Sie bewegt keinen Muskel. Oh, vielleicht hätte ich erst das Buch lesen sollen über Medizin. Ah, grün ist Jealousy. Oh, vielleicht hätten wir grün nehmen müssen, weil rot ist Mord. Oh, das war vielleicht ein Fehler. So, hier ist nichts weiter zum Mitnehmen scheinbar. Ich guck mal, ob das jetzt trotzdem geklappt hat oder ob das ein Fehler war. Wo ist sie denn jetzt hin? Wo ist denn die Krankenschwester hin, die eben noch im Behandlungszimmer war? Ich bin mir nicht sicher. Wenn sie fertig ist mit der Behandlung, ist sie vielleicht aufs Dach gegangen, um etwas zu waschen? Aber sie ist wirklich sehr langsam beim Aufhängen der Wäsche, ganz ehrlich. Sie ist eine reiche junge Lady. Sie kann nichts selbst machen. Oh nein, es tut mir leid. Sie wird sich sicherlich... Nein! Sicherlich umbringen. Was ist los? Wieso sollte sie so etwas tun? Hä? Sie hat einem Patienten rote Medizin injiziert? Nein, aber das ist doch kein Grund, sich selbst auch zu töten, oder? Es ist nicht meine Schuld. Ich wollte nicht, dass jemand getötet wird. Sie ist einfach von selbst gesprungen. Es tut mir leid. Ich wollte das alles nicht. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh, sie hat sich verwandelt in eines dieser Dinger.
Mireille Russell, danke fürs Warten. Bitte komm ins Beratungszimmer im 2. Stockwerk. Östlicher Flügel. Komm zum Beratungszimmer, 2. Stockwerk östlicher Flügel. Okay, das ist ja der Ort, der auch verflucht sein soll. Ah, Russell, gut, dass ich dich gefunden habe. Hast du die Ankündigung gehört? Es war ein bisschen unklar, aber ich glaube, sie meinten, wir sollen ins Beratungszimmer im östlichen Flügel, 2. Stockwerk kommen. Also, lass uns schnell dorthin gehen. Ich möchte bald die Medizin zu meinem Master bringen können. Okay, müssen wir nochmal neu ordnen. Oh, hier sind die weißen Schuhe einer Krankenschwester zurückgelassen worden. Oh, ach so. Du hast ihren Neid befreit. Du hast dafür gesorgt, dass die reiche Tochter vom Dach sprang aus Schock. Und trotzdem, es hat ihr selbst kein Geld gebracht, närrische Frau. Ja, also anderen Böses zu wollen, das, ne? Neidisch sein ist wirklich, wirklich was Dummes. Ich weiß, man kann das oft nicht abstellen, aber es bringt ja nur über den anderen Menschen Schlechtes, aber für einen selbst bringt es nichts Gutes. Also es ist wirklich, wirklich dumm. Eigentlich Neid. Aber klar, ist natürlich auch eines dieser grundlegenden menschlichen Gefühle, die schwer ausstellbar sind. Heute sind hier keine Spinnen. Ich dachte, dass ich vielleicht eine Spinne unter das Kopfkissen von dieser Mistgirl legen könnte. Alter, wieso sind die ja alle so böse gelaunt? Oh, Mann, Mann, Mann. Na gut, ihr Lieben, dann haben wir hier, glaube ich, alles aktiviert, ne? Ich glaube schon. Die drei müssten wir hinbekommen haben. Ich speichere jetzt und dann werden wir uns in der nächsten Folge den verfluchten Flügel im 2. Stockwerk anschauen. Also, ihr Lieben, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.